Eröffnung des Gottesdienstes 769. 769. Sehr zu empfehlen, das Heft liegt hinten in der Kirche auf.
Dann möchte ich hinweisen, dass wir einen kleinen musikalischen Akzent setzen, genau genommen zwei. Auf unserer Homepage haben wir jetzt eine Rubrik Kirchenklang. Und jede Woche stellen wir dort ein kurzes Video rein, wo jemand hier aus unserem Kirchspiel Musik macht, auch mit Orgel, mit Gesang. Der erste Clip ist dort schon zu sehen. Kirchenklang auf der Homepage. Unsere Feuerwehrkapelle, das finde ich ganz toll, hat sich überlegt, dass sie oben auf den Kirchturm spielen will. Emsbüren und die vielen anderen Gemeinden hier, die Bauernschaft, es ist überall viel zu ruhig. Ganz ruhig in diesen Corona-Zeiten. Und es ist schön, wenn ein bisschen Musik da ist, wenn etwas da ist, was uns erfreut, was uns gut tut. Immer an jedem Sonntag um 11.30 Uhr werden viele Leute von der Feuerwehrkapelle oben sein, verstreut auf dem großen weiten Turm und werden dann schöne Musik machen und spielen und auch abends ein Lied zu mitsingen. Morgen an diesem Sonntag, am Palmsonntag, Lied 280, können Sie schon morgen früh aufschlagen am Sonntag und dann mitsingen, wenn die Feuerwehrkapelle bzw. ganz kleine Besetzung vom Kirchturm Musik macht. Dann ein weiterer Hinweis, die Gottesdienste an Grünen Donnerstag, am Karfreitag und auch an der Osternacht feiern wir natürlich und auf jeder dieser drei Gottesdienste wird wieder unsere Homepage gestellt, sodass Sie auch die Gottesdienste dann am Bildschirm, am Computer, am Fernsehen mitfeiern können. Wir beten in dieser Heiligen Messe, wie in jeder Heiligen Messe, auf für unsere Verstorbenen. Wir beginnen das Sechswochenamt für Frau Rosemarie Donat aus Leschen. Wir begehen das erste Jahresamt für Josef Rostus aus Mehringen. Es versprachen aus unserem Kirchspiel Herr Franz Brücken aus Hoherlage im Alter von 86 Jahren. Es verstarb Herr Werner Ludwig aus Leschen im Alter von 71 Jahren. Herr, gib Ihnen und allen unseren Verstorbenen die ewige Ruhe. Lass sie leben in deinem Frieden. So möchte ich jetzt, wie in jedem Gottesdienst, die Kerze entzünden, so vielleicht auch wie Sie zu Hause eine Kerze entzündet haben, um diesen Gottesdienst mitzufeiern. Immer wieder in der Hoffnung, wir erinnern uns an diesen
segne diese Zweige, die Zweige, die hier sind, die Zweige, die die Gläubigen jetzt zu Hause haben und die auch mit gesegnet werden. Diese grünen Zweige sind Zeichen des Lebens und des Friedens, mit denen wir Christus begrüßen und ihn begleiten auf seinem Weg nach Jerusalem. Lass diese Zweige für uns zum Symbol des ewigen Lebens werden, zum Zeichen der Hoffnung, dass deine Liebe größer ist als alle Sterne. Schenk uns die Erfahrung, dass in jedem Scheitern dein Leben neu erblühen kann. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach dem Pfad am Umweg kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort werdet ihr einen Esel in Angebunden finden und ein Fohlen bei ihm. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt, der Herr braucht sie. Und er lässt sie bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttieres. Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachen die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und setzten sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihnen hergingen und ihm nachfolgten, liefen: Hosianna, Hosanna, dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man fragte, wer ist dieser? Die Leute sagten, das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Als Antwort auf das Evangelium singen wir das Lied 280. 280. Thank you.
Er hat sich selbst erniedrigt und sich unter die Schmach des Kreuzes gebeugt. Hilf uns, dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen und an seiner Auferstehung Anteil erlangen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Der Statthalter fragte
Pilatus sagte zu ihm: Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Messias nennt? Da schrien sie alle: Ans Kreuz mit ihm. Er erwiderte: Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Da schrien sie noch lauter: Ans Kreuz mit ihm. Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen, das ist eure Sache. Da rief das ganze Volk: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Darauf ließ er Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und ihn zu kreuzigen. Danach die Soldaten des Statthalters Jesus führten ihn in das Prätorium, das Amtsgebäude des Statthalters, und versammelten die ganze Kohorte um. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: Heil dir, König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen den Stock wieder weg und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie zu ihrem Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Kyrene namens Simon. Ihn zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. So kamen sie an den Kreuz, der Golgatha genannt wird, das heißt Schädelhöhe. Und sie gaben Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war. Als er aber davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen. Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn dort. Über seinen Kopf hatten sie eine Anschrift angebracht, die seine Schuld angab. Das ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts von ihm, der andere links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen: Du willst den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, rette dich selbst und steige ab vom Kreuz. Ebenso verhöhnten ihn auch die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten. Sie sagten: Andere hat er gerettet, sich selber kann er nicht retten. Er ist doch der König von Israel. Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihn gefallen hat. Er hat doch gesagt: Ich bin der Sohn Gottes. Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, die mit ihm zusammen gekreuzigt worden waren. Von der 6. Stunde an war Finsternis über dem ganzen Land bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten: Er ruft nach Elia. Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Die anderen aber sagten: Lass, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Jesus aber schrie noch einmal mit lauter Stimme. Dann hauchte er seinen Geist aus.
Und siehe, der Vorhang riss im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Die Gräber öffneten sich und die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen waren, wurden auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was alles geschah, erschraken sie sehr und sagten: Wahrhaftig, Gottes Sohn war dieser. Gott des Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle,
Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für Frauen und Männer und ihre Familien, deren wirtschaftliche Existenz der allgemeine Stillstand bedroht. Und für die vielen Menschen, die anderen ihre Hilfe anbieten und neue kreative Wege der Unterstützung finden. Du Gott des Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Menschen, die sich auch in dieser schwierigen Zeit für Frieden und Zusammenhalt in Europa einsetzen. Für alle, die über Grenzen hinweg Hilfe leisten, um die Schwächsten zu pflegen und zu heilen und die Versorgung für alle zu sichern. Du Gott des Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die nach konstruktiven und menschlichen Lösungen für die Flüchtlinge auf den griechischen Inseln suchen. Du Gott des Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten auch für alle, die mit Sorge und Zuversicht das Zusammenleben nach der Krise gestalten wollen und schon jetzt vorausdenken. Für die Menschen, die Mitgefühl und Solidarität erhalten wollen und dem Gemeinwohl den Vorzug vor Eigenmacht geben. Du Gott des Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Gläubigen, die Halt und Orientierung suchen, die Jesu einzug in Jerusalem anders feiern als sonst. Und Ostertage außerhalb der vertrauten Kirchenräume verbringen. Und für alle Männer und Frauen, die mit Worten und Zeichen, mit Musik und Licht neue geistliche Impulse für Einzelne und für die Gemeinschaft geben. Du Gott des Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Um all das bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Für Gemeinde zur Gabenbereitung singen wir das Lied 282. 282. Darum versöhne uns mit dir durch das einzigartige Opfer
unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in einer Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebe eure Herzen. Lasst uns dann an den Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken und das Werk deiner Liebe zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Er war ohne Sünde und hat für die Sünder gelitten. Er war ohne Schuld und hat sich ungerechtem Urteil unterworfen. Sein Tod hat unsere Vergehen getilgt, seine Auferstehung uns Gnade und Leben erworben. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, lieber Vater, fang mir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bring dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde. Wir denken heute vor allem an die Christinnen und Christen im Heiligen Land. Und vollende dein Volk in der Liebe. Vereine unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Franz Josef, unserem Weihbischof Johannes und allen Bischöfen, den Priestern, Ordensleuten und Diakonen, eine Verantwortung in der Kirche übernehmen
alle sich hier im Kirchspiel einsetzen für andere Menschen und versuchen, ihnen beizustehen, auch in diesen schweren Zeiten. Gedenk unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in Gemeinschaft mit der Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Andreas, mit Johannes dem Täufer, mit dem heiligen Antonius, den Patronen unserer vier Kirchen, und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott ein mächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir sind Gottes Kinder, so dürfen wir voll Vertrauen und mit einer großen Nähe und mit einer großen Offenheit zu Gott gehen. Und wir sind verbunden mit allen Christinnen und Christen weltweit, die auch beten und gemeinsam erheben unsere Stimmen. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, liebe Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören in den Medien, dass in diesen Zeiten, wo die Menschen so eng beieinander sind, häusliche Gewalt steigt und dass viele Konflikte auch auftreten können im Streit. Und so ist es gut, dass wir versuchen, gut zueinander zu sein, gerade in diesen schweren Zeiten, dass wir einen Blick für den anderen haben und merken, wenn er etwas genervt ist oder gereizt, dass man sich auch aus dem Weg geht oder dass wir auch einfach mal einen Spaziergang machen, nach draußen gehen, etwas frische Luft um die Nase zu bekommen und dass wir versuchen, wenn wir aneinander geraten sind, einander die Hand zu reichen. Der Friede unseres Gottes sei alle Zeit mit euch. Jesus lässt sich am Kreuz brechen. Und so lässt er sich aufbrechen im heiligen Brot, um verschenkt zu werden und Brot zu sein für jeden Menschen. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünden der Welt, gib uns deinen Frieden. Schau auf das getrennte und geteilte Brot. Jesus Christus, das Lamm Gottes, er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meiner Hand, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Hosanna, dem Herrn, der kommt. Thank you.
Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns im Heiligen Gemahl gestärkt. Durch das Sterben deines Sohnes gibst du uns die Kraft, das Leben zu erhoffen, das uns der Glaube verheißt. Gib uns durch seine Auferstehung die Gnade, das Ziel unserer Pilgerschaft zu erreichen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, am Ende dieses Gottesdienstes wünschen wir Ihnen eine gute Tat, dass wir gemeinsam unterwegs sind mit Christus durch diese Woche, mit dem Gründonnerstag, mit dem Karfreitag und dann mit dem Osterfest. Ich wünsche Ihnen aber auch, dass Sie einfach die Zeit auch ein bisschen genießen können. Es soll schön werden, die Sonne scheint, wir können den Wintermantel wieder erstmal woanders hinhängen und einfach uns freuen, dass die Sonne scheint und so Ihnen allen und Ihren Familien auch in dieser besonderen Zeit eine gute Woche. Und dazu wollen wir Gottes Segen auf uns herabrufen, aber auch auf die Ärzte, die in den Krankenhäusern arbeiten, auf die Krankenschwestern, auf die Leute in den Supermärkten und auf Ihre und unsere Familie. Der Herr sei mit euch. Er segne und führe euch, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Dank sei euch.